Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Derail Valley. Ja, eigentlich wäre so eine Doppeltraktion-Dampflok angedacht gewesen. Aber als ich am Hafen einkaufen gegangen bin für die Laternen, habe ich gesehen, man kann auch einen Schlüssel kaufen. Und wenn man diesen Schlüssel kauft und dann, ich zeige es euch mal ganz kurz, hier hinfährt, dann bekommt man dieses Spielzeug daher. Das ist ein Slug, nennt sich das. Das ist DE6 Slug. Und im Prinzip, was das Teil ist, es ist eine Art Booster-Unit. Das ist eine ausgeschlachtete DE6, da ist kein Motor mehr drin. Das ist dafür beschwert mit Beton und es sind dann einfach nur noch die Fahrmotoren drin. Und sprich, wenn wir da Saft geben, dann gehen wir halt nicht nur auf unsere Fahrmotoren Saft, sondern auch auf die. Und haben dann einfach mehr Grip und Power und können das Gas auch mehr aufdrehen, weil sich hier die Spannung quasi verringert und das auf die Teile da aufteilt. Findet man immer wieder mal bei so Güterbahnhöfen, gerade so als Rangierhilfe, damit man ein bisschen mehr Umf hat. Und ich dachte, wir schauen uns mal an, wie viel Umf das Teil hergibt mit der hier. Und dabei fahren wir gleich einen Personenzug. Die habe ich mir reingespawnt, weil sonst kriegt man die halt nicht rein. Und die haben DB Regius Kind drauf. Deutsche Bahn. Zwickt einer davon. Ja, schon ein bisschen was. Und damit machen wir jetzt erstmal eine kleine Tour. Das ist die Frage, können wir eigentlich da reingehen? Okay. Türe, nichts auf. Aber es hat zumindest Design drinnen. Schade, ich wäre da irgendwie gern reingegangen. An der Stelle können wir mal die Kupplungen überprüfen, ob die wirklich alle verbunden sind. Ja, das sieht gut aus. Okay. Eine noch. Perfekt. Ja, und ganz hinten habe ich natürlich unseren Privatwagen dran gehängt. Mache ich mal die Türen zu, damit keiner auf die Idee kommt, hier reinzugehen. Upsale. Das wollte ich nicht. Tür, komm her. Tür zu. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, ist unser Regio bereit und ich bin echt gespannt, was das jetzt für einen Unterschied macht mit dem Teil. Ah ja, Stichwort Handbremse. Ist nicht an. Okay. Ja, den. Rein hier. Lichter vorne. Einmal einschalten. Die Lüftung bitte an. Ansonsten braucht man nichts. Komplett gelöst. Wohin fahren wir denn jetzt eigentlich? Also wir sind bei City Southwest und fahren jetzt mal nach da oben. Da habe ich die Weichen theoretisch eingestellt. Ja, wir haben es beim letzten Mal gesehen, wie gut ich das gemacht habe. Ich hoffe, diesmal passt. Und dann mal gucken. Eventuell noch weiterfahren. Also, ich würde sagen, los geht's. Ja, also. Ich würde sagen, los geht's. Eigentlich hätte man das Teil auch vorne platzieren können. Naja. Okay. Jo, ich kann wesentlich mehr aufdrehen. Wirklich viel hört man von dem Teil nicht. Fährt halt einfach. Sind halt E-Motoren. Ah, wie cool. Le Deutsche Bahn. Schade, dass das noch nicht offiziell implementiert ist mit dem Personenverkehr. Naja, vielleicht irgendwann. Lok. Ja. Erstmal aber fahren lassen. Ciao, Dampflok. Oh, mehr Schmackes. Oh, schaut euch mal an, die Temperatur ist einfach super weit unten. Ah ja, wichtig. Es geht halt nur mit Diesel elektrisch. Also der kleinen hier und der ganz großen. Die dieselhydraulische könnt ihr zwar dranhängen, aber habt ihr einfach keinen Saft da hinten. Ja, weil nix Strom.
80. Wollen wir mal volle Power geben. Ist sehr krass. Ja, das ist schon ziemlich sexy. Das heißt, dann kann man mit der jetzt auch mal anständig Güterzüge ziehen. Aber stellt euch das dann erstmal vor mit der großen, diese elektrischen. Was da dann abgeht. Ich meine, das ging vorher noch nie. Dass man da mal auf Vollgas geht. Und der nicht überhitzt. Wobei ein bisschen arg wird, dass die Drehzahl jetzt so hoch ist. Gehen wir mal ein bisschen eins runter. Finde ich irgendwie geiler. Ja, geil. Machen wir irgendwo mal ein Drive-By. Ja, doch. Ich smile. Das ist geil. Jetzt sollte der Zug vielleicht fahren. Sonst passiert nur wieder was. Nein. Oh, danke schön. Naja, geil. Höchstgeschwindigkeiten. 100. Ja, komm. Ach was. Tu mal den Motor mal ärgern. Solange hier nichts kaputt geht. Man, für den Verbrauch ist natürlich scheiße, aber soll uns jetzt mal egal sein. Dürfen ja auch mal Spaß haben. Oh, 60. Dann lassen wir mal ein bisschen rollen. Wieder rein. Jo, der Zweiche passt. Dann können wir da Gas geben. Und wir gehen mal auf das Vorletzte. Das Teil hätte ich gebraucht, als ich da mal für mich mit der Dampflok gefahren bin. Und dann bin ich im Berg nicht mehr hochgekommen. Da hätte ich dann mit dem Bar an die Dampflok ran und sie mehr ziehen können. Spielzeuge kriegt man immer zum Schluss. Aber eigentlich kann ich den ja komplett auslassen. Ich brauche den nicht. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was wir hier für eine Steigung haben, aber es ist schon eine kleine. Und sie fährt und sie fährt. Ja gut, wir werden langsamer. Oh, 40. Achso, wir fahren ja gar nicht nach links. Stimmt, das war ja das eine Umfahrungsstrecke da. Moment mal, sollten wir mal... Wir sollten irgendwann mal nach da links gehen, weil da hat es auch noch so ein... So eine Hütte, glaube ich. Und ich meinte, dass die Draisine drin. Nicht, dass wir die brauchen, aber Hauptsache, wir haben sie dann. Ah, es fühlt sich wie Cheaten an. Ist es ja auch irgendwie. Vielleicht stellen wir das Teil doch vorne hin. Ich weiß ja nicht. So, 1,7 glaube ich war es jetzt hier an der Steigung. Eine mega schräge Kombi da. Die kleine Diesel-Lok
Das lag hier und hinten ein Kabus. Und deutsche Wagen dazwischen. Wir hatten alle zusammen gekauft hier. Hauptsache es fährt. Jo, das sieht auch schon mal nicht schlecht aus für einen Bahnhof. Sehr gut. Runter vom Gas. Stimmt ja, da hat sie auch nochmal diesen dicken Schuppen hier. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob man nicht vielleicht zur nächsten Stadt mal einen kleinen Güterauftrag nehmen. Und so schauen, wie es ist mit ein bisschen mehr Gewicht. Meine Damen und Herren, wir sind am Ziel angekommen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ah, so cool. Oh, ich glaube, das passt. Sehr nice. Okay, dich machen wir mal aus. Dann bremsen wir mal kurz rein. Schauen wir uns das mal an. Sind wir komplett drinnen? Jo, wir sind. Okay, geil. Das macht Spaß. Jetzt müssten die Leute hier einfach nur rumgehen, ein- und aussteigen. Am besten, wir verdienen noch Geld mit dabei. Es ist sogar das Scheißhaus mit dabei. Ah, geil. Cool. Ja, doch, gefällt mir. So, jetzt ist die Frage, Güterauftrag, das wäre irgendeiner nach IMW oder sonst irgendwo hin. Beziehungsweise, was mir gerade einfällt, hier in der Stadt hat es einen Shop, da kann ich mir eine Laterne kaufen. Hoffe ich mal. Shop, wo bist du? Also ich meinte, hier wäre irgendwo ein Shop. Shop. Shop, 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 Endshop. Vielleicht hier auf der Seite irgendwo. Da ist er. Geil. Kann ich das endlich machen? Jede Socks ausverkauft. Ja, geil, Laterne. Den da. Einmal. Wie jetzt? Hä? Warum? Hä? Kassetten kann ich kaufen. Aber ich kann keine Laterne kaufen. Ja, das ist doch mega. Nee. Und Zugschlusslaternen. Also gut, die kann ich mir mal kaufen, aber. Kassette für den Ghetto Blaster. Warum kann ich denn keine Laterne mehr kaufen? Mann. Portemonnaie, da, komm her mal. Gut, haben wir das. Ghetto Blaster habe ich auch noch nicht. Müssen wir schauen, wo der ist. Ach, das. Müssen wir schauen, ob man da irgendwie cheaten kann bezüglich der Laterne. Hätte ich gern mehr. Bezüglich Auftrag. Wo ist die Bude? Da ist sie. Was haben sie denn hier so Schönes? Lebensmittelfabrik und Stadt. Das war FF, oder? Ja. 119 Tonnen, 128 Tonnen. Ah. Und was IMW war? Westliche Eisenerzmine. Muss da was hin? Das sieht nicht so aus. Wollen wir die beiden Sachen machen? Ich meine, es ist jetzt. Ja, es ist halt vom Gewicht her nicht so spannend.
200, 200, 230, 40, 250 Tonnen. Oder ich gehe mal kurz wohin, wo es ein bisschen mehr Sinn macht. Liebe Leute, an der Stelle machen wir mal ganz kurz einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Und ich habe mich mal teleportiert. Und zwar sind wir jetzt bei FF und ich habe zwei Rangieraufgaben angenommen. Einerseits die da, 484 Tonnen mit zwei Abholungen. Da müssen wir da die Fleischprodukte, Milchprodukte, Katzenfutter und Brot in den Zug bereiten für die Abfahrt vor. Das war der eine. Und der andere ist der hier mit 405 Tonnen und eine Ablieferung. Entlade Diesel aus diesem Zug und stelle ihn ab. Jo, Slack ist jetzt vorne einmal umgesetzt. Wir müssen da noch ankuppeln. Und dann schauen wir mal, wie das Teil so beim Rangieren ist. Habe ich es gelöst? Ja, perfekt. So, einmal hier den Kollegen starten. Nice. Rückwärts und Lichter vorne machen wir so. Müssen wir dann gerade mal schauen, ob beim Slack das mit angegangen ist. Ist es? Ja. Cool. So, einmal zurück. Ah, halt. Bremse. Jetzt. Nur so ein Ümpfele. Dankeschön. So, einmal ran da. Einmal aufmachen. Was? Nein, 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 nein. Ah. Diesmal die Bremse anziehen hier. So. Versuch Nummer 2. Möchtest du jetzt da bitte mal rangehen? Dankeschön. Sehr gut. Aufmachen. Okidoki. Wo soll jetzt der ganze Spaß hin? Der soll nach C41. Alles klar. So, ich habe mal diesen Remote Dispatcher auf dem Handy mal aufgemacht. Das ist mega geil. Da sehe ich jetzt die ganzen Gleise. Und ich kann halt entsprechend die Weichen steuern. Jetzt muss man gerade schauen. C4. C41? Moment. Das haben wir jetzt, glaube ich, gerade verguckt. D1L. Okay. D ist. Mal kurz gucken. D2, D. Ach, das ist da ganz da hinten. Okay. Wir müssen darauf die ganze andere Seite. Das machen wir. Also, Slack, zieh mal. Oh, warte mal. Ich hält. Handbremse. So. Dann zieht es sich ein bisschen leichter. Warte mal, ich muss das einfach mal machen. Alter. Oh, wie krass. Ich kann da einfach mal Vollgas geben. Ja, krasser Scheiß. Funkfernsteuerung. Nein, das will ich nicht. Danke. Ich glaube, wir stellen uns mal hier hin. So, Funkfernsteuerung. Boah, der Style hat ja. Boah, das. Oh, das ist richtig, richtig geil. Okay, wir können mal runter mit der Geschwindigkeit. So, dann bremsen wir hier schon mal. Vielleicht ein bisschen weniger bremsen. Ja, wobei. Geht sich aus. So, und jetzt passt es mal auf. Jetzt gehe ich am Handy her
und tipp auf genau diese Weiche da hinten. Ist so cool. okay, das passt. Und mal schauen. E1L. Ja, es passt. Wir können gerade direkt wieder zurückfahren. Bremsen. Und wenn wir es ja eh können. Voll Schmacko. Warte mal, kontrollieren. Das geht jetzt da nach rechts. Hm, genau, natürlich. 60 hier fahren. Macht Sinn. Und kommt denn hier rein? Oh, wow, das ist so ein... Oh, wow, doch, nee, ich bin happy. Ja, wo passt es? Wo ist der Gerät? Hallo, der, ah, da ist der Gerät. Moment, sind wir da wirklich richtig? E1L. Müsste schon das hier sein. Ja, E1L. So. Fernsteuerung. Ne, da, Fernsteuerung, dankeschön. Das könnte ich jetzt den ganzen Tag machen. Fast wie Modelleisenbahn spielen. So, sehr gut. Ah, ich glaube, das passt. Reingehen. So, wir schauen mal aus. Einmal entladen. Geil. Wo darf ich den ganzen Spaß parken? 10.9S. Das ist... Mal kurz auf mein Handy gucken. Wo ist das? Ah. Oh. Muss mal Auto-Rotation da wegmachen. C9S ist DDD. C. Ah. Wir müssen wieder dahin, wo wir herkommen sind. Aber da steht wieder ein Wagen. Wie praktisch. So. Machen wir gerade selber. Und voll Schmacko. Schön gegen die Bremsen. Ja, kann man das Teil jetzt eigentlich überhaupt noch überhitzen? Das ist echt ein bisschen zu easy. Also sobald man dann die fette, diese elektrische haben, dann müssen wir irgendwas echt total Übertriebenes machen. Wo das ein bisschen gefordert ist. So, ich würde mal sagen, ich steige dann hier wieder aus. Badabum. Wenn ich da den Hintern beobachten kann. Nicht, falsche Bremse. Und wenn man es jetzt ganz schlau macht, dann hängt man noch das, unser Mannschaftswagen dazwischen. Damit man hier noch super geil Range hat. So, drei. Machen wir es mal mit der Hand, damit wir es einmal gemacht haben. So, das passt, das passt, das passt. Du passt nicht. Und dann da runter. Fs unterste. Meinte ich. C9S. Jo. Wo das Kollege hier rumsteht. Naja, gut. Ja, bis was? Wir bleiben da stehen. Oh, oh. Ganz schlechte Verbindung.
Aber müsste gleich besser werden. Und vielleicht schaffe ich es ja da nicht, gerade mit voller Gewalt dagegen zu donnern. Ich frage mich gerade, muss das Caboose wirklich dran sein? Für den Funkverstärker? Oder muss es einfach nur in der Nähe sein? Das war eigentlich nur interessant zum Testen. Beziehungsweise, wir können es dann gleich mal testen. Ich werde es dann einfach mal hier auf dem Gleis hinspawnen. Und dann gucken wir mal. Schön sachte Lein hier. Klein Tick. So, komm. Einmal lösen, das reicht jetzt. Oh, ja, wobei von der... Na, das ist, glaube ich, besser. So. Ich glaube, allzu weit müssen wir ihn nach hinten drücken. Noch ein Stück. Geil, wir sind dran. Södre, wie schauen wir vorne aus? Ja, da müssen wir noch ein bisschen drücken. Komm her, gib mal ein bisschen Gummi. Und wie viel Platz haben wir nach hinten? Ja, klar haben wir noch gut Platz. Komm, machen wir selber. Wo ist Schild? Da ist Schild. Gut, das passt für uns. Geilo, Matigo. Geil, geil, geil. Zumachen, aufmachen. Perfekto. Handbremse. Aufgabe erledigt. Dann geben wir sie gerade schon mal ab für Zeitbonus. Schon für Sort ein. Da. Nice. Cool. Haben wir ihn gekriegt. Geiler Matikum. Aufgabe Nummer 2. Ist ein bisschen länger. C1. S. Ich glaube, da wollen wir jetzt mal die Wagen kontrollieren. C1S. Welches Gleis ist das? C6. Ah, da. Der Kollege hier. Erste. Was ist das für ein Wagen? Kühlwagen. Brauche ich den? 305. Ist da irgendwas drin? Kuppeln die Folgen über den Bahnhof in Gleis A1. Kuppelt die folgenden Wagen im Bahnhof in Gleis. Achso, wir müssen es generell zusammenstellen, wenn ich es jetzt richtig sehe. Kuppelt die folgenden Gleise im Bahnhof 1S. Ladet die folgenden Wagen im Bahnhof. Okay, 305 ist dann nirgendwo mit dabei. Entkuppelt die folgenden Wagen am Bahnhof C70. Der Kollege ist im Weg. Also nochmal kontrollieren. 305. Ne, er ist im Weg. Ich glaube, den werden wir mal eins daneben parkieren. Mann. War ja klar. So. Wir könnten auch von hinten ran. Vielleicht macht es sogar Sinn. Die zweiten Wagen. A1S. Wo ist A? Ist A1S hier hinten?
Die? Wo ist denn das? Schilder gucken. C, C. Wo ist denn A? Hä? FF Bahnhof. C1S, A1S. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wo soll denn das sein? Wie hier irgendein Bereich über. Ah, Moment. Ich glaube, ich weiß es. Sind es die Kollegen da? Das ist A1S. Okay, also von hinten bringt nichts. Wir müssen das Ganze von vorne machen. In welcher Reihenfolge sind die? Spielt das überhaupt eine Rolle? 249? 249 ist dann da hinten zum Schluss dran. Ja, das passt schon. Okay. Abmarsch. Ah, halt. Falsche Richtung. Vollschmackes. Könnte ich nicht einfach sagen, entfernen. So, Fernbedienung. Komm mal her. Ah, shit. Das war der Spawner. Ich wollte eigentlich... Weiche? Ja. Einmal das da, einmal das da und das letzte einmal so. Dankeschön. Nein. So bitte. Und ich mag es. Ist die falsche Weiche. Wir müssen da nur eins weiter. Bremsen. Stückchen noch. Oh, wisst ihr was? Ich kann ja jetzt mal faul sein. Ich kann einfach hier dann sagen, Kuppel. Weil es ja so realistisch ist. Und da wären wir dran. Södre. Dann vorwärts. Dankeschön. Maximum Schmackes. Ja, park mal hier. Oh shit, da müssen wir einmal komplett rausfahren. Oder einfach nur auf dem Nebengleis. Ich glaube, da sind wir jetzt einfach mal faul. Le Wäsche. Ja, park mal einfach daneben. Ein unser zukünftiges Ich. Mal ein bisschen ärgern. Sagen, das reicht. So, dann fahren wir da mal bis hinter dem Schild und dann ist gut. Gut. Einmal Fernbedienung. Jetzt auch das Richtige entkuppelt.
Nein. Hast jetzt mich da entkuppelt? Ja. Plus eins entkuppeln? Okay, ist plus quasi. Okay. Handbremse. Bist du dran? Jo. Passt. Den einmal hätte ich gern auf das Kloster. Dankeschön. Aber ich meine, es ist ja schon eine gute Idee von dem Teil. Ich meine, da hat die Lok halt, bevor sie verschrottet wird, halt noch mehr zweites Leben. Ich meine, klar, ist eine Teilverschrottung. Beziehungsweise, man nutzt halt die Sachen, was man ausbaut hat, als Ersatzteil. Also von daher schon irgendwo wirtschaftlich. Was beim Rangieren Power, und was wir das aber nichts einkaufen müssen. Oder fast nichts einkaufen. Boah, mach mal auf die Tür da. Nee, Beschallung, danke. Checken. Ah, ist alles gut. Also, Wagenkontrolle. Schritt 1. Ach, deins wäre eigentlich A1S gewesen. Ja, gut. Schritt 2. D1L. Da haben wir 653. Das ist Wort der hier. Wo ist denn der letzte hier? 653262. Der passt. Okay. Dann werden wir uns mal hier drauf setzen. Einmal. Hallo? Nein. Fernbedienung. Dankeschön. Vorwärts. Gelöst ist. Maximum Schmackes. So cool. Hier machen die Räder nicht das Komische. Ja, wobei, da wo ich mir das aufgefallen ist, war sie eher in den Kurven drin. Jo, nicht schneller als 25 hier. Ah, ich muss das mal unbedingt wieder in VR machen. Ah, ich glaube, das mache ich nach der Aufnahme. Ein bisschen VR hier drin zucken. Das ist einfach so viel immersiver. Also wenn ihr die Option habt, das in VR zu spielen, tut es. Tja, diese Güterzug fährt heute in Canada von Mazio. So, Fernbedienung. Einmal breaken, bitte. Nice. Und Retour. Müssen wir mal ganz kurz räuspern. So, besser. Rückwärts. Gib mal Stoff hier. Nice.
Ich bin einfach noch nicht in Gleisen, Pridongi. Also ich hoffe wirklich, dass das kein Problem ist, dass wir das jetzt ein bisschen andersrum machen. Spiel, bitte bestraf mich nicht dafür. Ja, okay, wir sind dran. So, dann, mal nachsehen. Wo müssen wir hin? Moment. Moment mal. Kuppel? Kuppel. Beladen D1L. D1L war ja das hier, ne? Jo. Okay, dann springen wir hier mal drauf. Aber auch noch eine gute Aussicht. Und schicken uns nach hinten. Vorwärts bitte. Maximum Power. Okay. Roller vom Gas, bremse bitte. Was für eine Nummer hat er? Du hast die 605. Ist das noch richtig? Ja, 605. Ja, das war jetzt ein interessanter Moment. Losfahren und wir bewegen uns. Ich stehe auf dem Wagen drauf, der nicht angekuppelt ist. Le Weiche. Dankeschön. Nee, halt. So. Los geht's. Rückwärts. Perfekto. Das wäre eigentlich auch ein schöner Güterzug zum Ziehen. Hätte ich jetzt Lust drauf. Aber ich glaube, als nächstes machen wir wirklich die Doppeltraktion. Ferry Dampflok. Ach ja, stimmt ja. Hier hat sie tief liegende Kabel. Und da hat sie einmal geklatscht. Müssen wir eigentlich so wieder auf die andere Seite? Ja, natürlich. C7O. Moin! Ich würde vielleicht anfangen zu bremsen. Bremsen. Stückchen noch. Oh, das soll jetzt aber reichen. Geil. Wir schauen mal vorne aus. Sind wir hinterm Schild? Ja. So viel länger dürfte hier nicht sein. Beladen. Nice. Beladen. Zug vollständig beladen. Zütli. Das heißt, jetzt haben wir mal ein bisschen Gewicht hier hinten drauf. Richtig. Okay. Ja, Vollschmack ist. Jetzt tut sich was hier. Aber nicht lange.
Es ist einfach so krass. So, während du jetzt am Düsen bist, wo ist ein C7? Warum muss da was rumstehen? Jedes Mal das Gleiche. Das drückt man einfach weg. Da, das passt. Von diesen Slugs auch theoretisch 2 anhängen könnte. Oder reicht dafür das Saft nicht aus? Eigentlich nochmal interessant. Oh, Fernsteuerung. Dankeschön. Ist eigentlich ganz praktisch, dass es da hinten bergauf geht, dass er da eh schon langsamer wird. Weiß? Bremsen können wir gerade wieder lösen. Wärst du gerade mal rückwärts? Keine Ahnung, mal 3 Balken da. Währenddessen kümmern wir uns um die Weiche. So. Einmal so. C7, da runter. Ist wirklich richtig jetzt? Ja. C7-0, das bist du. Ja, shit, das ist ein bisschen länger. Das wird sich vom Platz nicht ausgehen. Ah, so ein Shit. Naja, jetzt schauen wir, dass unser Zug erstmal drin ist. Und dann schauen wir, was wir mit den anderen hier da machen. Langsamer. Jetzt hat er gewischt, der Zug. Ja, okay. Ich glaube, das können wir durchgehen lassen. Was wir jetzt machen werden, ist, wir gehen mal auf die Stadt auf. Beziehungsweise, na, wir gehen in die Lok und schauen, wir mal mit der Lok hinten drin sind. Und dann gucken wir, wie es hinten aussieht. So, gelöst. Maximum Warp-ID. Schild, wo bist du? Wow. Vermutlich habt ihr das hier schon die ganze Zeit gesehen. Ja. Bravura. Schilder lesen. Und zwar ordentlich. Ja, dann ziehen wir das jetzt nochmal so weit vor. Zieh sie mal. Trotzdem stehen der Wagen. Ja, ich bin so ein Held, ey. Also, Fernsteuerung. Bremsen bitte lösen.
Wird das eh ein bisschen brauchen. Ah, nee, das habe ich jetzt echt nicht gesehen. Ja, vielleicht mal was für die Chef. Bravo, der verpeilt dich. Und wir geben da jetzt noch ein bisschen mehr Umf. Wobei, wir müssen eh nicht sehr weit. Ah, das war zu viel. So. Also, welcher von den Wagen war jetzt unserer? Wir haben jetzt das 605. War das der? 605 war hinten. Nur zur Kontrolle. 044 ist nicht in der Liste. Okay. Also. Hier machen wir so. Die Handbremse wieder ran. Nicht, dass er sich wegen dem beschweren sollte. Und dann, glaube ich, fahre ich mit dir mit. Fernsteuerung. Dankeschön. Nein, wir tun nicht kuppeln. Boah, jetzt mal schnell hier. Habe ich doch glatt um eins vertan. Eigentlich. Okay. Ich bin nochmal sehr gespannt auf die Spritanzeige, was die sagen wird. Aber die wird mir wirklich sagen, Dauervollgas ist teuer. Nice. C70. Hätten wir das. Der letzte Move. Endlich geschafft. Bleibe ich hier oben oder gehe ich runter? Ah, nein. Ah, Bura. Furchtbar. So, rückwärts. Yes! Wir haben es geschafft. Wir fahren endlich aufs richtige Gleis hin. Jetzt abkuppeln, ein bisschen nach hinten drücken. Gut ist. Oh mein Gott, nicht auf das Gleis. Das ist so schön frei hier. Ich gerade, wenn es dann mal so Oberleitung gibt, ob man dann vielleicht einen elektrischen Schlag kriegt, wenn man dann hier so rauf geht und die Oberleitung berührt. Wäre ein interessantes Easter Egg. Beim Sehen. So, das reicht. Und ankuppeln. Oh, ein Stückchen noch. Geil, wir sind dran. Du gehen. Und jetzt gehen wir hier mal auf den letzten. Und dann fahren wir bis zum Schild hin. Ja, ich glaube, das wird sich vom Platz her ausgehen. So, ich glaube, das tut.
Na, Doc, ich will schon mal aus. Okay, Handbremse werden wir hier gleich mal anziehen. Dann wäre das erledigt. Und einmal abkuppeln. Ja, doch. Rangieren glaube ich nur noch mit dem Teil. Das macht mega Laune. So. Ich hoffe, das ist jetzt kein Problem, dass die Wagenreihe ganz dezent anders ist. Yes! Krieg ich einen Bonus? Oh ja, krieg ich. Geil! Wie viel Cash habe ich jetzt? Ja, was bin ich? 57.000. Können wir sich eigentlich irgendwas Interessantes wieder kaufen? Mein DE6 braucht halt noch mega viel. Ja, nee. Ja, wobei. Warum ist Militär 2 günstiger als Militär 1? Ja, müssen wir noch ein bisschen fahren. Irgendwas, was gut Geld einbringt und was es lohnt, mit 2 Dampfloks zu fahren. Ich hoffe mal wirklich, wir machen das als nächstes. Nö, hier machen wir mal die Bude aus. Das war's. Stehen erstmal hier für die Nacht. Und? Ich glaube, ich muss das Wetter nochmal anschauen. Es hat sich nicht geändert. Ein bisschen Regen und so weiter wäre schon ganz schön. Das darf ruhig wechseln. Ja, Abenteuer und ein neues Spielzeug. Mit dem werden wir noch ein paar tolle Dinge machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald hier in D-Rail Valley. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.